Wir befinden uns hier in unserer neuen Jakobikirche. Diese Kirche ist im Jahre 1890 bis 92 auf dem jetzigen Standort gebaut worden. Wie die wenigen bestimmt wissen werden, war der alte Standort dieser Jakobikirche auf dem wenige Meter von hier entfernt in der Pfarrgasse Ecke Talstraße. Die Kirche ist dort 1160 erstmals erwähnt worden und in dem sogenannten Dorf Christiansdorf und stellt somit die älteste Kirche im Raum Freiberg dar. Aufgrund baulicher Maßnahmen, es wurde nämlich dort auf dem Gelände die neue Dürerschule gebaut, ist im Jahre 1878 die Kirche demontiert worden. Sie hatte große Bauschäden und ist dann im Jahre 1890 bis 92 auf dem jetzigen Standort hier an der Dresdner Straße durch den Baumeister Herrn Quentin neu aufgebaut worden. Die Kirche ist eine neugotische Kirche mit einem als Hallenkirche erbaut und hat einen Turm von 53 Meter Höhe und hat eine sehr reiche Ausstattung. Die Ausstattungen sind teilweise noch aus der alten Kirche übernommen worden. Es handelt sich dabei um den Altar, die Kanzel, den Taufstein und die Silbermannorgel. Und als Kleinod vielleicht noch zu erwähnen, eine Kruzifixdarstellung mit dem Korpus von Jesus, geschnitzt von Per Moser. Als ersten Ausstattungsgegenstand möchte ich Ihnen unseren Taufstein vorstellen. Wir sehen hier den Durchzug des Volkes Israels durch das Schilfmeer. Dieser Taufstein ist im Jahre 1555 geschaffen worden und ist von einem Dresdner Steinmetz erstellt worden. Besonders hervorzuheben ist diese dreidimensionale Arbeit, wo wir also sehen können, wie ganz einzelne Details dargestellt worden sind, beginnend von den Kriegern über das Pferd und die Wellen, wie also das Meer sich über die Feinde zusammenschlägt und sozusagen die in dem Schilfmeer vernichtet werden. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die zwei Stifterwappen zeigen. Einmal das dänische und auf der anderen Seite das kursächsische Wappen. Ein weiterer bedeutender Ausstattungsgegenstand ist unser Altar. Er ist eine Holzschnitzarbeit aus dem Jahr 1610. Und zwar ist er noch in die Zeit der Renaissance einzuordnen. Es sind aber auch schon Züge des Barocks zu erkennen. Auch hier ist wieder ganz deutlich zu sehen, diese plastische Darstellung. Die Figuren sind sehr gut herausgebildet und man kann ganz verschiedene Darstellungen sehen. Auch hier wieder die Stifterwappen, das sächsische und das dänische, sodass also auch hier zu erkennen ist, dass wir also zu der Zeit auch gute Stifter hatten, die schon der Kirche wohl gesonnen waren. Als nächstes sehen wir die Kanzel. Die Kanzel ist eine Arbeit eines Freiberger Steinmetzmeisters aus dem Jahr 1564. Wir können auch hier wieder ganz deutlich die verschiedenen plastischen Darstellungen sehen. Die Darstellungen zeigen die Verkündigung der Gesetze am Sinai. Als letztes möchte ich Ihnen unsere Silbermannorgel vorstellen. Sie ist in dem Jahre 1716 bis 1717 hier in dieser Kirche erbaut worden. Silbermann hat sie als zweite Orgel, nachdem die Orgel im Dom fertiggestellt worden ist, erbaut. Wie Sie sehen können, ist die Orgel sehr reich ausgestattet. Sie besitzt zwei Manuale und 20 Stimmen. Sie sehen noch auf der Orgelempore zwei Instrumentendarstellungen. Das sind nicht wie im Dom echte Instrumente, sondern nur Imitationen. Ich kann hier in einer sehr schön sanierten, wunderbaren Kirche meinen Dienst tun. Und ich freue mich, dass auch in der erhaltenen Kirche auch Gemeinde lebt und erhalten ist. Neben dem
äußeren Aufbau der Kirche gibt es hier auch einen inneren Aufbau der Gemeinde. Wir haben hier eine lebendige Gemeinde, Gottesdienstbesuche, die Bänke sind am Sonntag hier gefüllt. Das ist sehr schön. Die Gemeinde lebt hier von vielen aktiven Gemeindegliedern, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir sind als Jakobi-Christophorus-Kirchgemeinde eine Gemeinde, die aus ursprünglich 3 Gemeinden besteht. Das Dorf Zug, die Siedlung am Seilerberg, Christophorus und die Stadtgemeinde hier zur Jakobikirche. Die Jakobikirche ist unser Zentrum im Gemeindeleben. Hier feiern wir die meisten Gottesdienste. Und die Menschen, die die Gemeinde ausmachen, sind vielfältig engagiert, sodass es viele Gruppen und Kreise gibt, wo die Einzelnen aktiv sind. Das Zentrum unseres Gemeindelebens ist natürlich der Glauben an Jesus Christus, wie wir es hier auf unserem Altar auch sehen. Ums Abendmahl versammelt, das unterste Bild, sind wir sonntags im Gottesdienst. Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben, ins Grab gelegt und der Auferstandene thront ganz oben. Der lebendige Herr ist das Zentrum unseres Glaubens und auch des Gemeindelebens. Im Zusammenhang mit der Orgel möchte ich noch erwähnen, dass wir auch in unserer Jakobikirche einen Verein haben. Dieser Verein beschäftigt sich mit der Erhaltung der Jakobikirche. Wir sind also gemeinnützig tätig und durch unsere Spenden tragen wir dazu bei, dass also die sakralen Ausrüstungsgegenstände in unserer Kirche erhalten bleiben. Als nächste große Aufgabe, nachdem wir also auch Mittel zur Ausmalung unserer Kirche bereitgestellt haben, haben wir uns als nächste Aufgabe vorgenommen, die Reparatur unserer Orgel finanziell mit zu unterstützen. Und wir hoffen, im Jahre 2018 zum 300-jährigen Bestehen dieser Orgel die notwendigen Gelder für die Reparatur dieser Orgel aufbringen zu können. Sollten Sie einmal in unsere Jakobikirche kommen, es liegt auch ein Flyer aus, da können Sie alles Notwendige über unseren Verein erfahren. Und wenn Sie möchten, können Sie auch etwas spenden. Die Spendennummern, Kontonummern sind alle auf dem Flyer vermerkt. Recht vielen Dank.